Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zu Magic. Und heute schauen wir uns wieder ein Standarddeck an, nämlich das Deck Reines Chaos. Reines Chaos ist ein Deck, was vor allem mit dem Tod arbeitet, wenn ich das mal so formulieren darf. Also es ist ein rot-schwarzes Deck und in dem Deck ist vor allem der wiederentflammender Phönix einer der stärksten Karten. Der hat nämlich die Eigenschaft, immer wenn er stirbt, hat man ein 0-1 rotes Elementarwesen, was zu Beginn des nächsten Versorgungssegments geopfert wird und dann wieder diesen wiederentflammenden Phönix aus dem Friedhof zurückbringt. Das macht den Phönix recht stark, aber was ihn noch stärker macht, ist die Tatsache, dass er dann direkt Eile hat. Und das ist somit einer der Keycards hier. Aber das ist nicht mal so das Wichtigste im Deck, denn das Wichtigste im Deck ist die schiere Tatsache, dass man hier sehr, sehr viel damit arbeitet, Kreaturen zu zerstören oder zu opfern, um möglichst starke Sachen zu wirken. Wie zum Beispiel kann ich hier drei Karten wirken, indem ich eine Kreatur opfere und 4 Mana zahle, was für eine Uncommon-Karte eigentlich recht okay ist. Also es gibt natürlich Besseres. Dann habe ich natürlich auf der anderen Seite wiederum Karten wie der Totengräber, der mir erlaubt, Kreaturenkarten aus meinem Friedhof auf meine Hand zurückzubringen, womit man natürlich auch bestimmte Kombinationen möglich machen kann. Dann gibt es den prügelnden Oger, der eine andere Kreatur opfert, um stärker zu werden. Also ihr merkt, es arbeitet hier sehr, sehr viel mit dem Zerstören von eigenen Kreaturen, weswegen man bei diesem Deck ein bisschen Feingefühl braucht dafür, was man zerstören sollte und was nicht. Ich trinke mal kurz was, ich selber habe mit dem Deck sehr oft gespielt am Anfang. Ich glaube, das war mein zweitliebstes Standarddeck. Und das liegt einfach daran, weil vor allem im Low-Rank-Bereich, also wenn ihr noch nicht so viel spielt, ist das recht praktisch. Die meisten rechnen nicht damit, dass ein Deck aufgebaut ist, indem man seine eigenen Kreaturen zerstört. Ich meine, ihr seht den totgeweihten Abtrünnigen. Der wird stärker, wenn man ihn zerstört, weil statt einem 1-1er hat man dann plötzlich einen 2-2er und noch dazu einen Zombie. Und Zombies haben viel mehr Karten, die in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Und ich glaube, dieses Deck erkennt ihr wieder, oder? Ach, das schöne OP-Deck. Das wird jetzt interessant, weil dagegen mit einem Standard-Deck anzutreten, ist eigentlich Selbstmord. Ich hoffe mal, er spielt es nicht, aber es sieht bisher selten, obwohl... Nee, okay, er spielt ein anderes Deck. Ich dachte schon, er spielt das Scapeshift-Deck, weil das am Anfang sehr danach aussah. Aber es ist dann doch ein anderes. Und ich nutze es jetzt schon mal aus, dass er diesen gottverewigten K4 gespielt hat. Denn... Will ich ihn zerstören? Ja, ich zerstöre ihn. Der wird zwar als drittes im Deck landen, aber der ist mir ein bisschen zu nervig. Ja. Der landet jetzt als drittes im Deck. Und wenigstens kostet es ihn dann in dem Fall wieder Mana. Aber jetzt ihn die ganzen Spontan- und Hexereizauber kopieren zu lassen, ist, glaube ich, für den Anfang sehr schlecht. Erst recht, wenn er so eine Karte hat. Also, da müssen wir uns, glaube ich, gerade ein bisschen beeilen. Deswegen ist ganz gut, dass wir den bedrohlichen Oger gezogen haben. Denn der hat den Vorteil, der beschleunigt das Spiel ungemein. Erstens, wir können damit unseren totgeweihten Abtrünnigen opfern und daraus einen 2-2er machen. Zweitens, er wird zu einem 5-5er während seines Angriffs. Und, naja, das sollte man nicht unterschätzen, sagen wir es so. Jetzt aktiviere ich Öffnet die Gräber, was übrigens auch eine recht wichtige Karte ist, was ich kurz vergessen hatte. Denn jedes Mal, wenn eine Kreatur jetzt von mir stirbt, auch durch das Opfern zum Beispiel, wird halt eine 2-2er schwarze Zombie-Kreaturspielstein-Karte erzeugt. So, jetzt bitte den Todgeweihten opfern. Ah, okay, jetzt hat er die Verzauberung zerstört, weil er realisiert hat, was es für eine Kombi ermöglicht. Schade. Aber es sind dennoch 5 Schaden, die wir ihm reindrücken und haben halt die Kombi so gesehen nochmal auf der Hand. Darum, es sieht nicht mal so schlecht aus. Möchte man sagen. Wir haben 5 Mana. Ja, okay. Das heißt, ich spiele wieder meinen totgeweihten Abtrünnigen.
um nochmal mit dem hier angreifen zu können. Und gleichzeitig greife ich mit einem Zombie-Spielstein hier an. Einfach nur, weil er jetzt die Möglichkeit hat, den Zombie-Spielstein zu opfern und meine 5 Schaden durchgehen zu lassen. Oder er nimmt die 5 Schaden nicht, dadurch stirbt sein Kefnet und er kriegt die 2 Schaden. Oder er nimmt beides. Was unerwartet war. Er will wohl unbedingt den Kefnet. Schlafzauber, nein. Schlafzauber ist jetzt sehr unpraktisch. Weil jetzt hat er mich. Ich glaube, von allen Karten, die er hätte ziehen können und noch dazu doppeln hätte können, ist Schlafzauber somit einer der ungünstigsten. Weil die kann er jetzt zweimal hintereinander spielen. Und das nimmt mir sehr, sehr viele Möglichkeiten. Beziehungsweise es gibt ihm sehr viel Zeit. Oder auch nicht. Er kann die Hexerei nicht wie ein Spontanzauber wirken, oder? Nein. Okay, was hat er vor? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht wissen und ich zerstöre seinen Kefnet. Aufmarsch, okay. Das war jetzt keine allzu schlechte Idee. Aber er kann damit eine Kreatur blocken. Ich habe gewonnen. Weil das sind jetzt 7 Schaden. Nee. Ich brauche da nichts opfern, weil ich gewinne so oder so. Beziehungsweise, wenn ich was opfern würde, würde ich nicht gewinnen. Der hätte halt jetzt maximal den 3-3er blocken können. Ah, hätte er nicht mal, weil er bedrohlich hat. Okay, vergesst das. Der hätte nicht mal den 3-3er blocken können. Aber okay, läuft doch gut. Ich mag die Standard-Decks irgendwie. Vielleicht sollte ich öfter damit spielen, dann läuft es doch besser. Dann probieren wir jetzt ein Unranked-Spiel aus. Reines Chaos. Das mache ich übrigens aus dem Grund, weil man verschiedene Gegner-Decks bei Unranked und Ranked trifft. Bei Ranked trifft man sehr oft die Meta, bei Unranked trifft man sehr oft sehr kreative Decks. Und ich finde, das ist recht gut, um Decks auszuprobieren. Mache ich auch so, wenn ich Privat-Decks ausprobiere oder so. Interessanter Name. Ich glaube, das sind diese... wie heißen die? Nicht Runen. Von den einzelnen... Clans da. Ich habe es vergessen. Naja. Auf jeden Fall, wieder aufstehen ist... Das ist ungünstig. Das mag ich nicht. Das ist schon besser. So. Eine Karte zurückgeben. Ich gebe meinen Sumpf zurück. Ich finde das Ziehen irgendwie Bullshit, dass man das unbedingt ziehen muss. So. Ich wollte Rot spielen. Okay, dann halt kein Rot. Und jetzt hoffe ich, dass ich noch ein Land ziehe. Weil ich glaube, es war gerade arg dumm, wie ich den Zug begonnen habe. Aber der Goblin rettet mich. So. Paladin der Sühne ist so eine Karte, die kann böse werden. Weil der bekommt Lebenspunkte für jedes Versorgungssegment zurück und jedes Mal, wenn er halt jedes Mal, wenn der Gegner Lebenspunkte verloren hat, bekommt der Paladin der Sühne in dem Versorgungssegment +1/+1 und wenn er stirbt, kann er halt Schaden anrichten in Höhe seiner Stärke. So. Übernimm eine Kreatur der Wahl. Könnte ich machen. Aber ich glaube, der Planeswalker hier ist meine größte Gefahr momentan. Keine Angriffe. Und ich bin am Überlegen, was kann ich in der nächsten Runde machen? Verräterische Tat ist halt mit gefräßiger Harpie eine gute Kombi. Man kann nämlich gefräßige Harpie ausspielen, dann in der nächsten Runde verräterische Tat anwenden, um eine Kreatur zu übernehmen. Dann diese übernommene Kreatur für die gefräßige Harpie opfern. Benötigt man halt mindestens 4 Mana für. Habe ich leider nicht.
Ich spiele jetzt dennoch schon mal vorab die gefräßige Harpie, weil ich die generell auch mit meinen Goblins verwenden kann. Oder auch nicht. Das geht natürlich auch. Nee. Keine Angriffe, bitte. Das war jetzt weniger cool. Was kann ich denn hier noch Interessantes spielen? Ich glaube, ich bringe meine gefräßige Harpie einfach zurück. So. Weil jetzt kann ich sogar die Kombi anwenden. Beziehungsweise jetzt kann ich mit verräterischer Tat jemanden übernehmen und den dann töten. So, und jetzt gibst du dem jetzt noch einen Boost oder wie ist das? Nö. Okay. Warum hat er das nicht gemacht? Ich verstehe ihn nicht. Gefräßiger Harpier. Und er hat wieder irgendwas, oder? Ich glaube, der hat wieder irgendeine dämliche Karte, mit der er die zerstören kann. Ja. Das kann auch nicht wahr sein. Der Typ ist minimal nervtötend. Übrigens, sowas wie der Goblin-Matrose oder so kann aus dem Deck eigentlich raus. Also, wie gesagt, zur Modifizierung der Decks habe ich bisher noch kein Video zu gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Ich nehme gerade die ganzen Standard-Decks hintereinander auf. Ja. Ist ein bisschen doof, das Ding. So, und jetzt will er den buffen, oder wie? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was er vorhat. Ich akzeptiere es einfach. Damit kann ich ein Artefakt zerstören, aber das bringt mir jetzt nicht so viel. Das bringt mir nur eine etwas bessere Verteidigung. Ach, das ist gar kein Goblin. Ich dachte, der Totengräber wäre Zombie-Goblin. Ist es aber nicht. Schade. Das sieht nicht gut aus für uns. Alter! Wie viele Kasteiungen hat er denn? Okay, das andere war niederschlagen. Aber holy moly! Man kann auch übertreiben! Ja, jetzt muss ich das wegblocken. Weil sonst bin ich tot. Aber der mit seinen Kasteiungen! Das wäre so stark gewesen, wenn er nicht diese ständige Kasteiung gespielt hätte. Na komm, ich übernehme jetzt noch deine Sucherin und hau dich mit ihr. Warum haust du dich selbst? Aber ja, gutes Spiel, Dude. Gutes Spiel. Ich akzeptiere meine Niederlage. War aber auch ein cooles Deck. Es gibt sogar, glaube ich, ein Standarddeck, was auch auf Vampiren aufbaut. Zumindest hatte ich eins in Erinnerung. Und, wie immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Beharrliche Bitte. Ich werde nicht damit aufhören. Ich höre nicht damit auf, bis wir nicht damit gewonnen haben. Das ist mir wichtig. Ich habe nämlich einmal gegen dieses Deck verloren und ich will beweisen, dass ich nicht der einzige Idiot auf dieser Welt bin, der gegen dieses Deck verliert. Wo sind meine Karten? Sollen wir uns jetzt einfach nur so hauen? Oder? Ja. Lädt Steam gerade irgendwas runter? Nö. Okay, an meinem Internet liegt's nicht. Hat mich gerade sehr irritiert. Aber ich akzeptiere es. Vor allem, ich glaube, ich kann das Deck sogar nur noch bis Herbst spielen. Also bis die neue Erweiterung kommt. Dann ist Beharrlicher Bittsteller weg. Oder es gibt eine Neuauflage davon. Das weiß ich nicht. Da blicke ich nicht so ganz durch. Ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin jetzt nicht so der übermäßige Magic-Profi. Ich spiele das jetzt nicht seit Jahren oder sowas. Ich spiele das jetzt seit einem Jahr oder so.
Also, bitte hab Mitleid. Ah, die haben natürlich alle Todesberührung. Die müssen natürlich alle Todesberührung haben. Warum denn auch nicht? Ach Gott, das wird... Ja. Ich habe echt kein Glück mit den ganzen Decks, oder? Ich habe echt Pech. Ja, greif ruhig an. Ja, ja, ihr dürft angreifen. Au! Okay. I accept that. Das tat weh. Das tat sehr weh. Nein, ich weine nicht. Ja. Hi. Ich bin Sandorum. Nein. Ich schäme mich nicht dafür. Oh Gott. Überall Todesberührung. Überall nur Todesberührung. So. Jetzt wirf deine Karten weg. Oh, das Land. Das hat jetzt alles geändert. So, beharrlicher Bittsteller. Beharrlicher Bittsteller. Keine Angriffe. Zu beenden. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, alles wegzublocken wäre sogar die richtige Entscheidung gerade. So dumm das auch klingen mag. Ich glaube, es wäre gerade echt schlau, möglichst viel wegzublocken, obwohl. Je nachdem, mit was der halt jetzt angreift. Und war. Nee, ich lass das durchgehen. Ich glaube, egal was wir machen, gegen das Deck haben wir mit beharrlicher Bitte keine Chance. Ich meine, der macht uns nicht viel Schaden. Das ist doch so assi. So viel dazu. Der macht uns sehr viel Schaden. Oh, bitte alle vier tappen. Das ist so etwas, was ich bisher vergessen hatte. Ich kann ja im Zug des Gegners tappen und dann kann ich in meinem Zug direkt nochmal tappen. Ich glaube, so hätten wir schon ein, zwei Runden gewinnen können. Jetzt das Medaillon bitte. So. Ja. Die Tatsache, dass wir im Zug des Gegners tappen können, ist eine Taktik, die ich hätte viel früher anwenden sollen. Weil so, ja, verlieren wir ständig. Aber ich glaube, damit können wir gewinnen. Weil wir waren schon mehrmals kurz davor. Wir hätten nur einmal zusätzlich tappen müssen, dann hätten wir gewonnen. Und wenn wir das wirklich so machen, dass wir im gegnerischen Zug tappen und dann in unserem Zug nochmal, dann haben wir so gesehen zweimal getappt und damit können wir den Gegner eigentlich schneller zerstören. Ich krieg's hin. Ich krieg's noch hin. Ich glaube an mich. Ja, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich wie immer gerne wissen. Und auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandorum.